Du schuldest mir noch eine Antwort. Kommst du jetzt mit aufs Konzert? Lass uns das später fertig machen, ja? Okay. Vielleicht sollten wir das lieber in Ruhe besprechen. Nichts dagegen. Also ehrlich gesagt hast du mich ziemlich überrascht. Mit den Tickets. Ich hätte nie gedacht, dass du auch auf Männer stehst. Und jetzt falle ich so offensiv mit der Tür ins Haus. Kein Wunder, dass es heavy für dich ist. Und außerdem bin ich ja mit Christian zusammen. Ich weiß. And I respect it. Aber du sollst wissen, falls sich das irgendwann ändern sollte. Ich bin da. Hey. Sind Olli und Christian gar nicht da? Christian nicht, Olli schon. Der ist da drüben. Mit seinem neuen besten Kumpel. Dann gehe ich gleich mal Hallo sagen. Sag mal, sollen wir vielleicht mal über deine Ideen für die nächste Party sprechen? Ist echt nichts drin für den alten Rob. No hard feelings, dann lass dich wenigstens noch mal drücken. Ist was? Nein. Ich wundere mich nur, warum du noch hier bist. Warum ist schon so spät? Ja, eigentlich schon. Stimmt. Tja, dann will ich auch gar nicht von der Arbeit abhalten. Nein, ich arbeite nicht. Ich lerne nur. Aber eigentlich ist mein Kopf schon voll. Also. Vom Büffeln? Ach. Und wieso noch? Ach, nichts Besonderes. Ja, war auch nur so eine Frage. Hier bin ich auf jeden Fall ungestört. Zumindest solange ich dich nicht nerve. Du nervst mich nicht. Soll ich dir auch einen Kakao machen? Eigentlich soll ich jetzt besser gehen. Obwohl? Olli. Dicke Luft. Er hat's dir doch bestimmt schon erzählt, oder? Quatsch, nein. Wieso sollte er? Du bist irgendwie komisch. Ja, das sagen heute irgendwie alle. Ich bin einfach ein bisschen durch den Wind. Hab mir vielleicht was eingefangen oder so. Und außerdem weiß ich nicht, was ich Tristan Taylor zum Geburtstag schenken soll. Ja, da kann ich dir auch nicht helfen. Weißt du, vielleicht solltest du einfach mal auf andere Gedanken kommen. Lass uns doch ein Glas Wein zusammen trinken und den ganzen Mist einfach vergessen. Was meinst du? Weißt du was? Das ist die beste Idee, die ich heute gehört habe. Obwohl, wenn es dir nicht so gut geht, dann... Oh nein, es ist schon in Ordnung. Als ich ganz klein war, da habe ich nie verstanden, warum die Zwillinge mal zusammen Geburtstag haben und ich nicht. Und da hat Papa mir immer heimlich was geschenkt, damit ich nicht traurig bin. Ja, vielleicht bekommst du ja dieses Jahr auch ein Geschenk außerhalb der Reihe. Ach, bloß nicht. Ja, Tristan hat es natürlich irgendwann mal rausgekriegt und hat sich ziemlich lustig über mich gemacht. War der eigentlich schon immer so gemein? Aber ich war auch nicht ohne. Einmal habe ich ihm, als er schlief, mit Fischstiften das Gesicht bemalt. Was? Ja. Ja, das würde ich manchmal auch gerne machen. Bei Olli? Nein. Du brauchst gar nicht so zu gucken. Rob hat mich da eben total überfallen. Ich kann ja nicht im Mindesten ahnen, dass er auch auf Männer steht. Und jetzt will er was von dir. Der hat mir eine regelrechte Liebeserklärung gemacht. Wow. Dabei macht er doch sonst immer einen auf Oma cool. Ja, keine Ahnung, was mit dem los ist. Ehrlich gesagt will ich es auch gar nicht wissen.
Seit dieser Rob aufgetaucht ist, wird Olli mir immer fremder. Meinst du, das hat mit Rob zu tun? Klar. Also nein. Ich weiß es nicht. Wieso? Oh nein, ich meine nur. Also denkst du, dass Olli irgendwas von dem... Denkst du, Olli könnte irgendwas mit ihm? Nein, nein, ich denk gar nichts. Rebecca, weißt du irgendwas, was ich wissen sollte? Nein, mach dir keine Sorgen. Ich frag nur, weil du gerade gesagt hast, dass er dir fremd wird. Wegen Rob. Das ist im Moment einfach alles ein bisschen viel. Wir haben beide mit uns selber viel zu tun. Ich mit meiner Lernerei und Olli will das nur Limits groß rausbringen. Also dann hat das gar nichts mit diesem Typen zu tun. Wir sind beide große Sturköpfe. Aber ich liebe Olli noch genauso wie früher. Und er mich auch. Nein, keine Chance. Mein Herz gehört Christian. Aber du bist schon sauer, weil der Rob das mit dem Deal unterstellt hat. Ja, klar. Aber das ändert doch nichts an meinen Gefühlen. Ich liebe Christian. Und wir werden uns schon wieder zusammenraufen. Da bin ich mir total sicher. Mhm. Nichts mhm. Das hat richtig gut getan, mit dir zu reden. Weißt du das? Was? Ich hab doch gar nichts Hilfreiches sagen können. Doch, du hast mir zugehört. Und dabei ist mir so einiges klar geworden. Du, ich bin nur noch mal weg. Danke. Smoke is rising from the houses. People burying their dead. I asked somebody what the time is, but time doesn't matter to them yet. People talking without speaking, trying to take what they can get. I ask you if you remember. Prospect, how could I forget? Drums. Here it comes. Don't you wish your life could be as simple as fish swimming round in a barrel when you here I lie.